Rock'n'Roll TV. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rock'n'Roll TV. In der heutigen Folge gehen wir so richtig wichtigen existenziellen Fragen auf den Grund, wie zum Beispiel, was haben Rocker mit Leberwurst zu tun oder warum ist man Fan von Mainz 05? Wir sitzen hier kurz vor der Show mit dem Sven Hieronymus. Sven, auf deiner Webseite steht, du wolltest immer Rocker werden. Ja, ich wollte Rockstar werden. Und ich war ja auch kurz davor, sogar Rockstar zu werden. Wir hatten ja mit unserer Band The Boomchucks 2000 einen Plattenvertrag bei der EMI Elektrola in Köln. Oha. Und die haben auch richtig Geld in uns investiert und wir hatten auch haben Rock am Ring gespielt und Rock im Park gespielt. Mhm. Also ich dachte eigentlich schon, dass ich Rockstar bin. Dann war nur unser Problem, und es ist wirklich wahr, dass wir in derselben Abteilung waren mit DJ Ötzi. Der hatte 6 Wochen vor uns Release mit seinem Anton aus Tirol und der ist ja direkt gechartet. Und darauf hat die Plattenfirma gesagt, das war's, Freunde. Danke. Es muss alle, du hast immer so 3-4 Bands, der eine muss charten und dann kam unser Album raus, was sehr gut war. Und ja, die haben uns einfach fallen lassen. Sonst wäre ich heute Rockstar und könnte 100.000 Frauen und würde koksen und so. Jetzt esse ich Schweintraube, verstehst du, und sitze backstage im Schatzkistel. Also es hat sich, DJ Ötzi, danke noch einmal. Du bist Musiker, du bist Comedian, wenn man das so sagen will, du bist Radiomoderator, bist Autor. Da für mich nur diese Musik eigentlich da war und ich gemerkt habe, mit der Musik läuft es halt nicht, kam ich dann ja irgendwann, wie gesagt, wie die Jungfrau zum Kind zur Comedy und musste mich da reinfinden, aber mittlerweile sage ich, das kann ich, das ist mein Ding, das mache ich total gerne. Aber ich sag mal, so eine ganze Ecke, noch mehr Herzblut steckt in der Musik. Also dafür bin ich einfach Musiker und Metaler und Rocker und wenn ich da auf der Bühne stehe mit meinen Jungs und mir fetzen da einer ab und das liebe ich halt. Also das ist so wirklich, wo dann so das Herz hier aufgeht. Was hat das Ganze jetzt mit Leberwurstbroten zu tun? Das ist eine wahre Geschichte. Ich habe damals, was ich erzählt habe, mit meiner Metalband gespielt, bei uns auf dem Domplatz in Mainz. Und da kam man von hinten an die Bühne ran. Und wir waren gerade so wunderschön am Hate, Die, Kille, weißt du, so wie die Texte so sind im Metal. Und irgendwann kam meine Mutter von hinten an, während ich gerade so schön Double Bass spielte und rief mir, Svenny, ich hab dir hier keinen Pfefferminztee und 2 Leberwurstbrote mitgebracht. Damit war für mich der Abend eigentlich gelaufen, weil, also, peinlicher geht's ja. Dann habe ich Metal beendet und dann habe ich die Boomchucks gemacht und dann hat mir DJ Ötzi, also DJ Ötzi und meine Mutter sind bei mir ganz weit vorne auf der Liste. Was ist für dich ein Rocker eigentlich? Was macht für dich ein Rocker aus? Also ich meine, Rocker sind sicherlich Motorradfahrer, das war ich nie, aber trotzdem sage ich, ich bin schon Rocker. Also ich bin immer noch Metaler und bin auch noch, gehe noch wacken und mache alles und sowas. Ja. Also das ist mittlerweile ein weiter Begriff, der Rocker. Deine Show heißt Rocker vom Hocker. Mhm. Was erwartet die Leute, die jetzt noch nicht kennen? Was erwartet die Leute? Ja, ich erzähle einfach aus meinem Leben. Also ich mache ja nichts anderes als andere. Ich gehe einkaufen. Ich habe eine 17-jährige pubertierende Tochter. Mein Sohn ist 15, der spinnt ja auch völlig mittlerweile. Der dreht ja völlig am Rad. Jetzt hat er auch so eine komische Stimme noch bekommen, so eine Tiefe und wächst und kriegt Pickel und Bart und meine Tochter hat so Klöß und hat einen Typ und also es ist einfach, verstehst du, das Leben ist einfach Kacke. Aber es ist okay, ja? Also ich meine, ich erzähle wirklich das, weil das Leben birgt so viel Comedy und dann denke ich, das ist eine Nummer. Okay. Und dann schreibe ich das auch auf. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Auf Motorhead und Metallica haben die Mädels selbst auch gestanden. Barclay James Harbison. Jesus came down from heaven to earth. The people said it was a virgin birth. A virgin birth, das war doch unser Problem. Und dann wusstest du auch nie wohin mit deinen Armen. Deine Tanzpartnerin, die war so klein und so dünn, dass du am Schluss immer wieder bei dir selbst gelandet bist. Und hast du die ganze Zeit beim Blues-Tanzen selbst einen Arsch erschneidet. Nur noch ein Ziffer, gleich ist die erste Halbzeit rum. Ja. Oh, vertippt, Kasse 2, Stallung! Das war's für dieses Mal. Wir hoffen, sehen uns beim nächsten Mal. Rock'n'Roll TV. Bis dann. Wir haben ja immer gegen Sportfreunde Eisbachtal gespielt, Oberliga Südwest, 0-0 bei Seidewind. Also das war so beschissen eigentlich für mich. Und natürlich trinkst du ab 9 zum 11, weil nicht denn. Kannst du keinen Rosenmontagszug ertragen. Du hast eine coole Idee oder ein Projekt am Laufen, das zu Rock'n'Roll TV passt? Dann lass es uns wissen. Und wir kommen bei dir vorbei und berichten darüber. Schreib uns einfach eine Mail an studios@rnr.de. Wir sehen uns.